Freunde, ich bin mit Stein in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Wir machen heute den Falkenstein. Perfekter Einsteigerkletterweg. Sind nämlich nur 7 Seillängen. Schwierigkeitsgrad 4. 3-4 Abseilösen, je nach Seillänge. Wir haben natürlich ein 70 Meter Seil mit. Da hinten ist der Gipfel schon. Ich weiß nicht genau, wo mein Finger hin muss, aber da oben ist eine Kugel drauf. Auf dieser Kugel dort oben, dieses Mittelding, dort werden wir stehen nachher. Und du kannst hier schon sehen, dort gehen wir hoch. Klein. Das wird richtig gut. Steini war schon zweimal mit in der Kletterhalle. Da gab es Seil von oben und Griffe ohne Ende. Hier gibt es keine Griffe. Cool. Hier wird improvisiert. Natürlich zeigen wir euch auch, was man für Ausrüstung für den Spaß braucht. Ich sag's vorweg, ich bin kein Profi. Wir machen das hier einfach, weil sich viele Leute gewünscht haben, ey, mach doch mal ein Video, wenn du klettern gehst in der Sächsischen Schweiz. Machen wir jetzt meinen Lieblingsgipfel, Schusterweg, an so einem geilen Tag wie heute. Die Sonne knallt, es fühlt sich an wie Frühling, oder? Wie die Vögel zwitschern. Geil. So, wir sind angekommen am Fuße des Weges. Unser Weg beginnt hier. Da geht's hoch. Da oben können wir, das könnt ihr auf der Kamera jetzt nicht sehen, schon Seilschaften sehen. Hier unten liegen auch schon viel Ausrüstung rum. Das ist das Schöne in der Sächsischen Schweiz. Man kann hier alles liegen lassen, ohne sich Sorgen zu machen, dass es wegkommt, weil unter Bergsteigern gehört sich das, dass man aufeinander aufpasst und sich vertraut. Ich habe meine ganze Ausrüstung im On-Fire-Rucksack verpackt. Ich habe den ja auch quasi selbst entwickelt. Und da war mir wichtig, dass ich ihn vor allem auch fürs Klettern perfekt nutzen kann. Ganz oben drin natürlich Erste-Hilfe-Set, man weiß ja nie. Dann noch mal eine Wattejacke von Revolution Race, für, falls es kalt wird. Heute scheint aber die Sonne, ich denke, das brauchen wir nicht. 70 Meter Kernmantel, Dynamikseil von Mammut, für den Außenbereich geeignet. Spirit VCR von Red Chili. Kletterschuhe mit Klettverschluss, weil ich keine schleifen kann. Klettergurt, Black Diamond und ein paar Abseilgeräte, die werdet ihr später noch sehen. Der Vorteil von den Geräten ist, man kann damit abseilen, nachholen und sichern. Und dann kommen wir gleich hier zu dem Beutel. Hier sind die Schlingen drin. Wenn ich fertig angerödelt bin, zeige ich euch mein Setup. Ich stelle euch im Kurzdurchlauf noch mal kurz die Sachen vor an Ausrüstung, die ich jetzt dabei habe. Ich habe einen ganz normalen Klettergurt, da ist egal, was man nimmt. Hier habe ich eine kurze Bandschlinge mit einem HMS-Karabiner, um mich am Standplatz zum Beispiel zu sichern. Dann geht es weiter mit Express-Schlingen. Habe ich auf der einen Seite 4, auf der anderen Seite auch 4. Da noch ein kleiner Tipp, habe ich von Basti gelernt, meinem Bergwachtkumpel. Ich mache die immer so ran, dass ich hier klicken kann und so nach unten ziehen kann. Das heißt, ich kann ohne hinzuschauen so zack nach unten rausziehen. Wenn ich sie so rum habe, muss ich hier mich verrenken, um die rauszukriegen. Das ist der erste Trick. Und der zweite Trick, ihr seht schon diese Kevlar-Schlingen. Wenn ich die so falte, wie ich sie dran mache, wie ich sie hier habe, mit dem Doppelschlag, kann ich so ziehen und sie lösen sich ganz von alleine. Wenn wir das anders machen, indem wir das einfach so machen und wir ziehen, kann es passieren, seht ihr, dass der Knoten da hängt. Und manchmal oder oft hat man keine zweite Hand, um das so zu lösen. Um das zu verhindern, macht man das andersrum. Und zwar so, dass der Knoten so rum ist. Dann kann man hier an diese Schnüre fassen. Zack, hat die Schlinge in der Hand. Kommen wir zu den Schlingen. Das sind alles Schlingen, die mein Gewicht mal 10 auch im Sturz halten können. Nagelt mich nicht drauf fest, auf alle Fälle sind die Dinger stabil. In der Sächsischen Schweiz darf kein Metall an die Wand, außer an die Ösen, die sowieso schon da sind. Magnesium ist ebenfalls verboten, das greift nämlich unseren schönen Sandstein an und wir wollen ja noch mehrere Generationen hier Spaß dran haben. Deshalb, falls ihr euch fragt, was diese Echsen sind, die werden nicht in irgendwelche Ösen eingehangen, sondern die werden dann hier in diese Schlingen eingehangen und dienen nur der Seilführung. Diese Schlingen, wo die festgemacht werden, das zeige ich euch gleich, wenn wir oben am Felsen sind. Jetzt denkt ihr euch, da kann man ja gar nicht alle paar Meter sichern. Ist so, also es gibt natürlich auch Stellen, wo man mehrere Meter lang keine Sicherung legen kann. Dann muss man halt mal ein paar Meter ohne Sicherung klettern. Genau. Das war es eigentlich schon, was ich dabei habe. Ich habe natürlich noch hier 2 Abseilgeräte dabei. Das habe ich neu, weil in der Kletterhalle darf man sowas hier nicht mehr verwenden. Deswegen habe ich das Ding dabei und das muss ich mal testen, wie das beim Abseilen ist. Ansonsten bin ich ein absoluter Fan von diesen Tubes. Kann man nachsichern, kann man abseilen, kann man alles mit einem Gerät machen. Ist perfekt sozusagen. Ja, mehr braucht man nicht. Let's go. So, hier haben wir nochmal die Topografie, also den Plan. Das Ganze findet ihr unter bergsteigen.com. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. 125 Meter soll das Ganze gehen, 2 Stunden insgesamt. Ich sage jetzt schon mal, wir brauchen mindestens 3 Stunden. Und wir haben hier eine Seillänge, die zweite Seillänge, die dritte Seillänge, vierte, fünfte,
sechste. Sechs Seillängen, beziehungsweise sieben. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir das ganze 70 Meter Seil nutzen, aber eine Seillänge bedeutet, dort sind sozusagen Ringe, wo man den anderen nachholen kann. Hier sind die Abseilösen, das heißt, wir seilen mindestens 1, 2, 3, 4 Mal ab. Ich weiß, dass wir das Stück können wir überspringen, weil ich ein ganz langes Seil habe. Aber wir machen das trotzdem einzeln, um in Übung zu sein. Hier oben ist die Schusterplakette. Das Ganze geht hier unten los, so entspannt. Dann geht es hier über so ein Band rüber. Die Porzellankante, dort kann man ganz viele schöne Sanduhren sehen. Also da können wir sehr gut dann sichern. Hier, das ist so ein bisschen kriechen, da ist kaum Sicherung. Und dann wird es hier oben interessant. Dann haben wir hier oben eine wunderschöne Aussicht. Jetzt haben wir lang genug über die Turbo gequatscht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt endlich mal an. Ich steige vor und Steini, der hinter der Kamera ist, der klettert mir dann hinterher. Jutti, dann fange ich einfach mal an. Na dann, hoffen wir, dass keiner drauf geht heute. Ach, das wird schon. Hier unten quasi, das ist hier so ein Vertrauensding, ne? Hier musst du immer ein bisschen gucken. Hier kannst du deine Schuhe auch noch testen, so. Okay, wo habe ich einen Stand? Hier merkst du, ja, da rutscht es ein bisschen. Hier, das geht alles. Ich kenne natürlich meine Schuhe schon und den Weg. Deswegen weiß ich ungefähr, wo die Tritte sind. Hier musst du mal ein bisschen gucken. Also das ist hier... Du hast hier überall... Überall Möglichkeiten. Vertraue den Schuhen oder teste dich ein bisschen bei den Schuhen aus. Hier habe ich jetzt zum Beispiel das erste Mal einen Sicherungspunkt, den ich legen könnte. Ja. Den mache ich einfach mal, damit du hier quasi dann üben kannst, das rauszubauen. Ich nehme das ganze Ding dann mit, oder was? Genau, du machst das ab einfach und nimmst das mit sozusagen. Wir treffen uns immer wieder sozusagen, dann bringst du das mit und gibst mir das sozusagen. Und jetzt habe ich hier quasi, brauch ein bisschen Seil bitte. So, hier ist jetzt quasi Sicherung. Wenn ich jetzt reinfallen würde. Genau. Genau, so ist es. Wenn ich jetzt hier reinspringen würde sozusagen, du das Ding gesperrt hast. Genau, und brech mir nur das Genick. Wunderbar. Ist besser als auf dem Sand aufzukommen, weißt du? Und das zu überleben. Und dort oben ist dann irgendwo die nächste Sicherung. Also Pi mal Daumen, nicht abrutschen. Geht's ja, ich hänge dann von oben fest. Ich meine die ganze Zeit runter wie du. Du kannst gar nicht fallen. Du hast immer Seil von oben. Du kannst höchstens quasi das, was Seildehnung ist, kannst du fallen. Es ist aktuell viel zu straff. Guck mal, warte mal, lass mal los kurz. So. So muss die Last auf dem Ding sein. Also auf lässig. Ach. Ich guck mal, ich habe hier glaube ich noch eine Stelle, wo ich dir eine. Nee, ja, nee, mache ich nicht. Ich habe keine Lust. Manchmal hast du auch so Stellen. Ach doch, hier haben wir eine Fädelöse. Ein Fädelloch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist ein kleines Loch. Da fädeln wir jetzt diese Schnur durch. Achso, manchmal mache ich auch Knoten, also ich mache die off, mache die durch, knote die zu, die muss dann off knoten. Dann kriegst du die nicht raus. Da bin ich Kumpel. Und hier mache ich es ebenfalls so, dass ich hier unten einfach eine 8 mache, sozusagen, um diese Schlinge zu sperren. Zack. Dann kommt hier für die Seilführung der Karabiner rein. Seil wird eingeklickt, zack, haben wir eine kleine Sicherung. Ob das jetzt hält, weiß keiner, aber für den Kopf ist es gut.
Wenn wir jetzt mal runter gucken, haben wir hier schon 3 Festpunkte gebaut. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da geht's. Erste Seillänge geschafft. Kannst rausgehen. Du kannst dich schon am Ende vom Seil einbinden mit einer 8, ja? Am allerletzten Ende. Yep. Ich kletter jetzt seit 9 Jahren. Ich würde mich trotzdem noch als absoluter blutiger Anfänger bezeichnen. Weil mit den Jungs, mit denen ich so unterwegs bin, dagegen bin ich ein absoluter Lappen, was das Klettern angeht. Ja, jetzt nehmen wir hier oben diesen Stein als Festpunkt. Und da zahlt sich wieder, sage ich mal, ein bisschen das Feuerwehrwissen aus. Klar wissen das auch ein paar Kletterleute, aber wie würden wir jetzt hier am besten eine Sicherung bauen? Entweder machen wir 2,8 mit einem Karabiner, also rum, 2,8 Karabiner, oder wir machen einfach einen riesengroßen Mastwurf. Und um den nicht zu fädeln, legen wir uns den. Das heißt, wir legen das Seil so und dann machen wir es richtig schön groß, dass es da rumpatzt. So, jetzt gucken wir mal, ob das schon reicht. So, jetzt haben wir hier quasi einen großen Mastwurf uns drum gemacht. Ziehen wir uns das Ding noch fester, dass der schön verkeilt ist. Zack. Bombe. Jetzt habe ich hier so ein kleines Sicherungsseil. Das heißt, ich kann hier vorne agieren. Und wenn, dann falle ich nur 2-3 Meter. Und jetzt können wir hier uns einen schönen Stand bauen. Dabei ist wichtig, dass wir hier arbeiten können. Wir wollen hier die 8 irgendwo haben. Dann nehme ich mir einfach das Seil und mache hier, das ist ein bisschen weit vorne, mache hier meine 8 rein. Zack, 8 rein. Und in die 8 kommt dann mein Sicherungsgerät. Da baue ich jetzt einen Basti ein, also einen Steini, der heißt auch Basti. Und dann machen wir, also sinngemäß wird das jetzt so gemacht. Ich baue hier aber noch einen Karabiner dazwischen, damit das besser funktioniert. Wird jetzt quasi mit der gleichen Funktion wie unten, nur etwas anders gesichert sozusagen. Das heißt, hier ist das Seil gesperrt, wenn ich zuhalte, und ich kann ihn so nachziehen. Und dort an der Stelle, also nehme ich dort Körperkontakt, den Rücken, schultermäßig so dort ein bisschen an die Kante ran. Da siehst du auch, dass dort auf der Seite schön ausgelatschte Löcher sind, wo schon andere mit den Füßen standen. Ja. Dann mussten wir ein bisschen rumkrapschen, da sind schöne Löcher. Herzlich willkommen. Wie war's? Das ist schon krass für die Finger so, ne? Das ist geil, oder? Ja, weiß nicht, ob das geil ist. Machen weiter mit der zweiten Seillänge der Porzellankante. Die heißt Porzellankante, weil die hier so gebrochen ist. Genau. Kleines Stückel haben wir schon geschafft. Wir machen jetzt weiter mit der Porzellankante. Die hat hier so schöne Griffe, die greift sich wunderbar, diese Kante. Hier auch so schöne Löcher. Ich liebe die Porzellankante, die ist ein herrlicher Weg. Oder ein herrlicher Abschnitt vom Schusterweg. Achso, ich muss jetzt die Kamera noch ein bisschen vorne leiern. Da haben wir hier so schöne Dinger, wo ich immer Angst habe, dass ich sowas abreiße. Ich kenne Leute, die sowas schon abgerissen haben. Deswegen ist das immer mit dem Vertrauensverhältnis ganz gut, wenn man hier schon ein paar Mal war. Wenn man dann denkt man sich halt einfach, hier ist noch nie was passiert. So, hier haben wir so eine Schlinge, da habe ich letztes Mal eine Schlinge durchgelegt, da habe ich Ärger bekommen von Basti, weil das, nee, es wäre das nicht wert, hier eine Schlinge durchzulegen. Basti, falls du es siehst, ich mache es trotzdem. Und zwar fädel ich hier so eine kleine durch. Guck mal, letztes Mal bin ich hier durch, Basti, diesmal gehe ich hier durch. Da haben wir ein kleines bisschen mehr Fleisch. Ich hoffe, es ist okay. Ich denke, dass sowieso ganz viele Kommentare geben wird von irgendwelchen Bergexperten, die sich hier maximalst über
ganz viele Sachen aufregen werden. Das ist immer so übrigens. Aber ich habe ja vorher gesagt, ich habe keinen Plan von der Scheiße. Ich kletter hier einfach hoch. Damit sollte es okay sein, oder? Das muss jetzt rauspiepen. Du hast ein böses Wort genommen. Was denn? Scheiße. Das darf man, glaube ich, noch. Also, kann natürlich sein, dass man es nicht darf. Da. Dann habe ich schon. Hier, guck mal, hier vor mir ist noch ein besseres. Oh, Scheiße. Das lasse ich jetzt aus. Ich bin auch ein Hirni. Hätte ich einfach mal gucken können. Weißt du, Laura, hier die ganze Zeit, dass ich. Jetzt hier an der Stelle gehe ich dann wieder ein bisschen raus. Für dich zur Info, weil du musst ja hier dann hinterher lang. So ein bisschen mit dem Arsch in der Luft. Ist das geil hier. Übelste Henkel. Super Tritte. Hier. Super Griffe. Kannst dich hier immer schön in den Spalt reinlegen, sag ich mal. Du kannst auf beiden Seiten dich gut nach oben arbeiten. So wieder ein bisschen einen Schritt höher. Ärschel rein. Du hast auch. Du kannst ganz entspannt sein, weil du steigst ja nach. Du hast immer Seil. Es kann wirklich nichts passieren. Also hör auf jetzt irgendwas von Abseilen zu erzählen. Das können wir am Ende machen. Ab. Er macht Kniebeuge oder so. Wieder eine wunderbare Möglichkeit, eine Schlinge zu befestigen. Hier. Das Gute ist, ich schläge die alle nur, damit der Schein die wieder rausmachen muss, damit er was zu tun hat hier oben. Ich weiß, das kannst du ruhig hören. Die Schlingen hätte ich mir eigentlich auch sparen können, weil wir sind gleich oben. Am Ring. Man hat hier so einen geilen Blick. Episch. Es ist einfach nur episch, hier oben zu sitzen zu dürfen. Ultra dankbar. Da drüben Schrammstein-Aussicht. Da oben sind irgendwelche Menschen, die mit Leitern sich auf diesen Gipfel begeben haben. Wir gehen auf einen Gipfel, wo keine Leiter hochführt. Bei der nächsten Seillänge brauchst du mich nicht sichern. Weil da gibt es keine Sicherungsmöglichkeiten. Da laufe ich einfach durch. Du setzt dich hier an den Ring. Du kannst nämlich quasi jetzt dein Seil dran lassen bei dir. Ich lasse meins dran. Brauchst mich nicht sichern, weil es ist nichts zum Sichern. Okay. Du würdest nur verhindern, dass ich 70 Meter in die Falle. Und wir sind, glaube ich, gerade mal so auf 70 Meter. Also würde ich trotzdem unten ankommen. Du bist dann aber gesichert. Also. Ja, das ist schon klar. No? Also da gibt es eine Stelle, wo man es machen kann, aber das ist, finde ich, scheiße. Das mache ich lieber ohne. Ich muss sagen, du machst es sehr gut. Ich habe hier schon Leute hochgezwungen, wo es gequälter war. Also ich kann dir sagen, du kommst oben an. Ja, gut. Sicherheit. Also, pass auf. Hast du denn was mitgebracht? Ich habe mir einiges mitgebracht. Wo du noch zu den Schrammsteinen den Weg nach oben genommen hast, den normalen, die Treppen. Guck mal, dann hast du mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da kann ich gar nicht zählen, so viele Leuten auf einem Gipfel gestanden. Was war das für ein Gefühl? Das war wunderbar. Das war wunderbar? Was ist denn dann das hier? Das ist wunderbarer. Wunderbarer? Das kommt jetzt ein Kriechgang hier. Ich zeig das den Leuten noch mal kurz auf dem Zettel. Wir sind jetzt angekommen, quasi hier Porzellankante hoch, hier ist der Ring sozusagen. Mhm. Und hier geht der Kriechgang. Ja. Und dann kommen wir an einer Stelle an, wo wir mal Glück haben, sogar vielleicht Sonne haben. Okay. Könnte sein. Und danach kommt die Schlüsselstelle. Der sogenannte Reitgrat. Der Reitgrat ist meine absolute Lieblingsstelle von dem Weg. Und bis jetzt hat dort jeder gekämpft. Und ich weiß, du bist Kämpfer. Die kannst du nachher mitbringen. Ja. Die lasse ich dir hier. Gut. Also Leute, was ich jetzt mache, nicht gut. Nicht gesichert. Jetzt kannst du mich sehen so ein bisschen? Ja, ja, ja. Und hier ist so ein Kriechgang. Quasi. Oh, Alter, der Mond blendet, sag ich dir. Der Mond, der ist hier vorne.
Zum Glück habe ich die Sonnenbrille auf. Eine Mutbrille. Ah, schöne Kriecherei hier. Hier ist nämlich so eine Stelle, wo man was machen könnte. Aber das sehe ich nicht ein. Das gefällt mir nicht. Da krieche ich immer lieber weiter, als hier irgendwas zu bämseln. Vielleicht habt ihr jetzt noch gar nichts gesehen. Jedenfalls liege ich hier quasi in diesem Spalt drin. Oh, wenn ich gleich eine gute Position habe, wo ich sicher bin, zeige ich das euch mal, wie das aussieht. Oh fuck. Es ist so, als würde man zwischen zwei Betonwänden, wo der Körper gerade so reinpasst, kriechen. Okay, hier können wir es mal kurz wagen. Also, ihr seht, hier geht's runter. Hier ist der Spalt, wo ich drin liege. Also, wenn ich hier auf Pressung bin, passe ich gerade so rein. Akku ist fast leer. Müssen uns beeilen. Weniger labern, mehr klettern. Juhu! Oh. Wuhu! Geile Scheiße! Endlich wieder hier in meinem Revier! So sieht das hier nämlich aus. Das ist nämlich das, was ich meinte. Man hängt so in dieser Spalte drin und krepelt sich so hoch. Sieht bei mir übrigens genauso aus wie bei dir. Okay, ich mache jetzt hier einfach Vollgas. Da sind sie wieder, die Social Media Leute, die machen nur schnell husch husch, damit der Akku reicht. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Ja, es musste sein. Ich weiß gar nicht, warum ich einen Ohrwurm von diesem Kacklied habe. If you go quick, you go safe. Hallo Oskar! Da ist der Oskar Schuster. Der junge Mann hat damals diesen wunderschönen Weg errichtet. So, wir sind jetzt an der Schlüsselstelle angekommen, das heißt an der schwersten Stelle des Weges. Erstmal zeige ich euch kurz die Schuster-Plakette. Das hier ist der Oskar Schuster. Wenn man dem an die Nase fässt, deswegen sieht man, dass es hier auch schon abgerieben ist, wird unter Bergsteigern sich erzählt, dass das Glück bringt. Also danke Oskar für diesen wunderschönen Weg. Ich liebe ihn, ich mache ihn schon ganz oft. Jetzt glaube ich das 20. Mal oder so, dass ich hier unterwegs bin. Und es geht weiter. So. Hier ist ein Ohr, wovon ich gerade gesprochen habe. Und dann geht es hier am Ohr vorbei, sozusagen hier links hoch. Ja. Dort ist, wie gesagt, schwierigste Stelle, aber du schaffst das. Du bist denn der Erste, der dort stecken bleibt. Für einen Moment. Ansonsten 100 Punkte für den Hubschrauber. Hier wird kein Hubschrauber geholt. 100 Punkte für einen Hubschrauber, Alter. Ich hänge jetzt hier richtig mit der Schulter drinnen komplett. Und dann greife ich immer hier drüber. So drauf. Und so gehe ich dann auch mit dem Bein rüber später. Hier, das ist das, was ich meine. Damit kannst du dich dann immer weiter hochdrücken mit dem Bein. Also wenn du merkst, es wird scheiße, geht gar nicht mehr. Hä? Naja. Oh, Leute, macht euch keine Begriffe. Das ist... Ich habe hier meine Taktik gefunden, wo ich das erste Mal auf dem Weg war. Hier hänge ich hier eine halbe Stunde. Und das ist keine Stelle hier. Hier kannst du nicht runter. Hier musst du einfach durchziehen. Das ist der Reitgrat. Wie so ein Sattel.
Wenn er mal hier drauf ist, kann man sich hier draufsetzen wie auf so einen Reitsattel und hochrutschen. Aber man kann auch einfach hier, das ist hier hinten diese Fußtechnik, die ich dann immer verwende, und so klemme. Ich laufe hier aber dann immer so in die Position, dass ich aufrecht laufen kann. Dann gehe ich mit den Füßen beide auf dem Reitgrat drauf und laufe einfach den Reitgrat entlang. Schön aufrecht gehen immer. Meiste Stabilität. Und hier in diesem Felsen legen wir jetzt gleich die Sicherung, holen Steine hierher. Dann geht's hoch. Wir haben es schon fast geschafft. Ist noch nach dem Stück hier, ist es noch eine Seillänge. Wir haben es gleich geschafft. Also tut mir leid, wenn ich dich damit ein bisschen depressiv mache, dass wir gleich oben sind. Leider ist diese wunderschöne Bergfahrt gleich zu Ende. Da stelle ich mich hin und halt mich da fest. So ist es fein. Aufrecht hast du auf alle Fälle die meiste Balance, auch wenn es sich natürlich für den Kopf am beschissensten anfühlt. Interessant, ne? Wenn du eine Betonkante vor eine Hauswand stellen würdest, was ja jetzt quasi die gleiche Situation ist, würdest du da einfach aufrecht drüber spazieren. Und hier bist du so, oh, da muss ich vorsichtig sein. Und guckst halt mit dem Kopf ein bisschen runter, aber ansonsten ist das easy peasy, lemon squeezy. Gut. So richtig hat man jetzt hier auch keine Möglichkeit mehr, meine Schlinge zu legen. Da und den Block haben wir die Sicherung gelegt. Wir sind aber auch gleich oben. Oh, die Sonne! Hier kommt die Sonne. Kannst rausgehen? Du kannst schon anfangen, die Sicherung auszubauen. Ich zieh mir mal kurz 2-3 Meter her, ja? Was? Was hast du gesagt? Keine bösen Wörter. Du wolltest sagen, es ist super geil, oder? Du wolltest eigentlich sagen, dass es absolute Genusskletterei ist, oder? Was? Es ist absolute Genusskletterei. Deine Meinung. Hier lang. Willkommen auf dem Falkenstein. Bergheil. Oh. Guck's dir an, die Sonne hat uns begrüßt. Wie geil ist das, oder? Kommst hier oben an, die Sonne knallt. Mega. Mega, oder? Scheiße. Oh, mit Niklas 10 kann ich dir was anbieten aus meiner Gürteltasche. Echt? Ja. Dann würde ich gerne Niklas 10 aktivieren. Aktiviere Niklas 10. Was gibt's denn? Es gibt die zwei, die haben jetzt eine neue Sorte. Salted Caramel Chocolate. Salted Caramel und Salty Nuts. Salty Nuts. Ist scheißegal, wir sind Epeter, oder? Erstmal die Schuhe öffnen. Ja.
Wir sind auf dem Gipfel. Wir gehen gerne noch zu einer schöneren Stelle da vorne, wo wir das Gipfelbuch noch schreiben. Aber erstmal einen kleinen Snack einwerfen. Schmeckt. Der Wifel hat nämlich neue Riegel. Die haben ein neues Probierset auch. Und ich weiß nicht, welches von beiden. Ich glaube, du hast das neue. Das Salty Nuts und Chocolate ist, glaube ich, das neue. So, es ist alles neu. Also, die Riegel gibt es noch nicht so lange. Die sind relativ neu. Die sind heute auch erst angekommen bei der Post. Geil. Also, Salt Caramel Chocolate ist schon mal geil. Ja. Das schmeckt mir gut. Ja? Komm mal klar. Das schmeckt mir gut. Oh ja. Ist gut, oder? Alter. Das ist ein bisschen geil. Aber. Was war das jetzt? Salted Nuts oder sowas? Ja. Salty Nuts and Chocolate. Alter. Das ist pervers. Das ist richtig geil. Also, die sind beide gut, aber das ist wirklich. Das schmeckt nicht wie so ein Energieriegel. Das schmeckt, als würdest du. Als wäre das ungesund. Ja. Da habe ich dich mal zu einem meiner Lieblingsorte mitgenommen. Endjungfahrt, ja. Es ist aber auch einfach nur ein ultimativ geiler Gipfel. Es gibt wirklich nichts Geileres, als diesen Weg mit irgendjemandem zu machen, weil es ist eine richtige Bergfahrt. Das ist auch einmalig. Es gibt keinen anderen Gipfel, der so einen abwechslungsreichen Weg hat. Okay. Der Schwierigkeitsgrad ist leicht. Du hast so viel Varianz drin, weißt du? Am Anfang geht es steil hoch, diese Porzellankante, dann dieser Kriechgang, der Reitgrat, hier dieses bisschen Kamin. Es ist einfach so viel Varianz. Geil. Geil. So fisch. Also ich bin hier böse, ist jetzt vorbei. Das ist noch nicht vorbei, du bist noch nicht unten. Aber look at this fucking amazing place on earth. It's ridiculous. Man darf nur seinen Namen schreiben. Niklas. Schusterweg. Jetzt kannst du deinen Namen noch dahinter schreiben. Hinter mein. Wenn man die Jahreserstbegehung macht, also den ersten Aufstieg im neuen Jahr, dann darf man sich einen Text aussuchen. Ich kann auch über Stein hier reinschreiben. No? Bergheil 22, dort unten die Böller, die Wurst und das Bier. Die schöne Aussicht ist immer noch hier. Turnerweg haben die hochgemacht. Und ein paar andere haben einen Schusterweg gemacht am 1. Also hier haben es drei Seilschaften haben es am 1. gemacht direkt. Interessant. Aber hier war echt noch nicht viel los, ne? Hier sind aber irgendwelche Freaks im Februar und im Januar hochgerammelt, ne? Nordostweg und sowas. Also hier. Wo ja Scheißwetter war, haben die hier. Okay. Naja, die Wilden halt. Der ist links und der ist rechts vom Ring und jetzt hängen mich mit Beten ein, ne? Genau. Und die Beten durch den Karabiner. Genau, das kannst du gleich. Du sitzt eh gleich hier, wo ich sitze, wenn ich mich abseile, da siehst du das. Warte mal kurz, geht erstmal kurz los hier. Achtung, Seil! Oh! Alter, ich werf das jetzt einfach volle Bude nach links. Oh! Komm, fall runter. Oh, geil, Alter. Das hat geklappt, aber es hat sich mit Ema straff gezogen, Digga. Krass. Gut. Alter, das ist geisteskrank, wie das pfeift.
Zerr dann am Seil, Palmer, wenn du mich hier hören solltest, ja? Wenn du los kannst. Du merkst ja, wenn die Last vom Seil weg ist. Das ist übelst scheiße. Das ist diesem Wind ultra ausgesetzt. Hinten pfeift es richtig rein. Oh nee, das wird richtig scheiße gleich. Oh, super. Jetzt drückt es mich hier in die Spalte rein. Normalerweise kann man das schön umgehen. Jetzt muss ich hier quasi mich langsam ablassen, freischweben. Das kann natürlich sein, das switcht gleich rum, das Seil, da muss man immer drauf achten. Alter, dieser Wind, sowas habe ich noch nie erlebt hier. Boah, hier unten ist es windstill, geil. Ihr hört wahrscheinlich auch endlich wieder was. Scheiße, ey. Der arme Steini, der seilt sich gleich zum ersten, also der hat sich ja vorhin schon mal zum Testen abgeseilt, die erste Seillänge. Alles gut funktioniert. Aber zum ersten Mal hier klettern und dann so ein Wind. So, ich bin genau bei der Hälfte. Und dort oben sieht es so aus, als würde es gleich geflogen kommen, hä? Ja. Gut. Achtung, Seil. Boah, Alter, das hat mich richtig gepeitscht. Ich hab's gesehen. Aber nur am Bein. Gut, ob man diesmal weiterkommt. Achso, halt mal, nee, lieben, halt mal bitte oben das Seil zusammen, das rote. Weil manchmal passiert das, ich werf die jetzt zwar zugleich, aber wenn es eins eher aufkommt, dann siehst du, guckst du, wie dein Seil hier durchmacht. Da musst du schnell zugreifen. Okay. Achtung, Seil! Alter, dieser Wind! Da ist er krank! Ja. Gut. Die Perspektive ist viel besser, oder? Wir haben Sonnenbrillen auf, weil es so kalt ist. Der Mond blendet nämlich. Wo ist der Mond? Da ist irgendwo der Mond. Der blendet übelst, deswegen sind wir in dieser kalten Spalte. Uiuiuiui. Tolle. Ja. It's running, my friends. Guck mal, Steini hat voll die geile Idee. Ich kann das an so eine Schlinge ranmachen, wenn hier scheiße ist, dann kann ich die so quasi loslassen und dann fällt die nicht runter, weil ich mich ja jetzt mit GoPro abseile. Ich dachte, das ist vielleicht mal eine interessante Perspektive für euch, wenn ich das nie so POV habe. Ich muss sagen, das kann ich euch sowieso mal sagen, sich irgendwo abzuseilen macht übelst Spaß. Man fühlt sich gleich wie James Bond oder Jason Bourne und das jedes Mal. Das ist eine coole Stelle. Guckt euch an, hier kommt so ein Band, jetzt können wir richtig Special Forces mäßig reinschwingen und Action. Bam! Yeah! Jetzt machen wir da oben unsere Bandschlinge rein. Uff! Gut, geht los oder was? Geht los oder was? Nice! Digga, ich hab's gefangen! So, Freunde,
pünktlich. Unten ist der GoPro-Akku leer, deswegen Auto mit Handy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin kein Profi. Steini war zum ersten Mal am Felsen. Es war ganz lustig, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Und ja, falls es euch gefallen hat, könnt ihr hier auf Gefällt mir drücken. Und vielleicht mache ich bald mal wieder ein Video, wenn ich Zeit und Lust habe. Tschüss!